Hallo und herzlich willkommen bei Butterfly Spirit, The Art of Transformation. Mein Name ist Stephanie Faith. Ja, herzlich willkommen, dass du hier auf meinem Kanal gefunden hast. Ja, zu mir, da kann man ganz viel lesen. Unten habe ich meine Webseite verlinkt. Wer mehr über mich oder den Mitgliederbereich erfahren möchte, kann das gerne unten alles tun. Ja, ich bin definitiv von Kind auf ein Medium. Ich habe telepathische Fähigkeiten. Ja, und ich bin eine Botschafterin des Christusbewusstseins. Ich arbeite aber natürlich auch mit allen Lichtwesen der Weißen Bruderschaft auch zusammen, weil ich war ein Mitglied einer theosophischen Gesellschaft, ja, wo man das alles erlernt. Definitiv ist das Meister Sananda, Jesus Christus, mich seit 34 Jahren in meinem Leben begleitet. Er hat mich gebeten, seine Stimme zu sein. Ich habe mich definitiv 30 Jahre dann, geweigert. Ja, es ist also nicht so, dass ich jetzt, es ist nicht unbedingt so, dass ich mir das ausgesucht habe, sondern er hat mich ausgesucht, sagen wir es so. Obwohl, ja, das kann man anschauen und anschauen. Gut, aber deswegen sind wir nicht hier. Im Moment, ihr fühlt es alle, die Energien sind sehr, sehr chaotisch. Ja, sie sind sehr transformativ im Moment. Und aus diesem Grund hat mich die Weiße Bruderschaft gebeten, euch hier eine Botschaft zu übermitteln. Also bleibt dran und ja, hört euch die Botschaft an. Ja, im Normalfall. Alle, die mich kennen, wissen, wenn ich dieses Buch hier habe, dann gibt es eine Botschaft entweder von Meister Sananda oder von der Weißen Bruderschaft. Oft schreibe ich mir diese Dinge hier nieder, damit ich sie nicht vergesse und sie euch im gegebenen Zeitpunkt weitergeben kann. Diesmal habe ich das nicht gemacht, weil ich hatte gestern eine sehr intensive Konversation mit der Weißen Bruderschaft und ich denke, ich kann mich noch sehr gut erinnern, was sie mich gebeten haben, euch hier mitzuteilen. Sie sind zusammengekommen in der kosmischen Stadt Shambhala und ja, bei den Plejaden im Nebel und ja, es war ein bisschen von Dringlichkeit, also sie sind dort jetzt alle in Shambhala, auch die Lichtwesen, die großen Erzengel, aber nicht nur, sondern auch die Erdenengel. Es ist also auch bei ihnen so, dass sie im Moment Diskussionen führen, ja, wie man die Menschheit am besten jetzt durch diesen Rollercoaster von Energien begleiten kann. Sie wollen euch sagen, dass man die Menschheit beobachtet. Das heißt, sie haben schon seit Tausenden von Jahren diese Entwicklung beobachtet. Und nicht immer war man über die Entwicklung der Menschheit glücklich, ja. Und dennoch wollen sie euch sagen, dass ihr
von all den Wesen. Diese Wesenszeit, die am meisten Emotionen und Liebe fühlen können. Das dürft ihr nie vergessen. Das Erdenleben ist nicht einfach, aber es ist eine wunderschöne Sache. Sagen Sie, dass ihr diesen Körper habt und diese Dimension so erleben dürft. Im Moment, ja, ihr wisst es alle, kommen wir in ein neues Zeitalter. Nicht nur die Menschheit, sondern der ganze Planet. Und nicht nur der Planet, sondern diese Entwicklung hier ist auch eine Entwicklung im Kosmos. Ja, es ist, der Kosmos ist wie eine ruhige Ein ruhiger See, es ist die Stille, aber wenn ein Felsen reinfällt, das macht, dann gibt es eine Welle, die den ganzen Kosmos betrifft. Aus diesem Grund, weil die Wellen im Moment hier im menschlichen Kollektiv, aber auch im Kollektiv der Mutter Gaia sehr hohe Wellen schlägt, sind wir alle zusammengekommen in der kosmischen Stadt und wir begleiten euch durch diesen Prozess. Im Moment werden alte karmische Strukturen, ja, und da drin ist natürlich auch die ganze Kriegsgeschichte der Menschheit drin, werden transformiert in Liebe. Ja. Das kommt davon, weil zurzeit ganz, ganz, ganz lichtvolle Energie auf die Erde, oder nein, so haben sie es nicht gesagt. Einen Moment bitte. Es kommt davon, dass sehr hohe Energie in das Bewusstsein der Mutter Gaia und der Menschheit in alles Leben eingegossen wird. Ja, dieses Bewusstsein ist das neue Bewusstsein des Wassermanns. Ja, es ist das Luftelement. Dieses Bewusstsein steht für Einheit, Freiheit, ist aber auch sehr geistig und steht auch für Erleuchtung, ja, für das Aufwachen. Und weil gerade jetzt diese Energie so stark ist, merkt die Menschheit, spürt die Menschheit das als ein Chaos. Aber die weiße Bruderschaft sagt euch, immer bevor ein großer Wandel ist, ist zuerst Chaos. In dieser Zeit seid ihr jetzt. Alles
bricht um in ein höheres Bewusstsein. Und nicht nur die Menschheit, sondern auch die Erde. Darum merkt man, ja, der Feuergürtel ist aktiviert. Die Winde sind stark, das Wasser ist stark. Ja, die Elemente arbeiten hier mit, ja. Sie bitten euch jedoch, diesen Prozess zu unterstützen. Und sie sagen, ihr könnt das am allerbesten tun, wenn ihr in eurer Mitte bleibt. Ja, sie sagen euch, ihr sollt vielleicht die Botschaften noch einmal anschauen. Hier, sie haben es euch schon einmal oder zweimal mitgeteilt. Sie sagen, dass der Mensch mit seinen Chakren oft arbeitet und er denkt, wenn seine höheren Chakren geöffnet sind, findet er das Erwachen oder die Erleuchtung. Die Weiße Bruderschaft bittet euch aber im Moment, diese Übungen, die ihr tut, nicht zu stark zu machen. Das könnte euch irre machen, weil die Energie sehr stark ist. Vielleicht merkt ihr es auch, fragen sie, in Verwirrtheit, ja, seht ihr zu viele Dinge, fühlt ihr zu viele Dinge und habt am Ende eben dann eine Verwirrung statt eine Klarheit. Sie sagen, dass es jetzt in dieser chaotischen Umbruchsphase wichtig ist, dass es Menschen gibt, die in der Mitte bleiben, die den Weg kennen und ruhig bleiben. Das beruhigt und besänftigt das ganze gesamte Kollektiv und die Elemente. Es geht rasant vorwärts, weil so viele Menschen erwachen. Ihr wünscht euch so stark, dass ihr in diese fünfte Dimension kommt endlich. Ja? Aber manchmal ist der schnelle Weg nicht immer der bessere, sagen sie. Sie bitten euch, dass ihr in eurer Mitte bleibt, dass ihr ruhig bleibt. Und was ihr vor allem sollt, sagen sie, ist, bleibt geerdet, unbedingt geerdet. Anstatt mit den höheren Chakren, wie ihr es nennt, zu arbeiten, wäre es besser in dieser Zeit mit dem untersten Chakra, mit den Wurzeln zu arbeiten, das Feuer, ja, diese Verwurzelung zur Mutter Gaia. Die Energie von Erzengel Michael. Bleibt geerdet, findet eure Wurzeln zur Erde, denn dort kommt ihr her, ja. Denn nur wer Wurzeln hat und Meister Jesus Christus, wie ihr ihn nennt, oder Sananda, hat euch das schon einmal gesagt, ohne Wurzeln keine Erleuchtung. Also, sie bitten euch, ruhig zu sein, verwurzelt zu bleiben. Wer das kann, übersteht diese Zeit sehr gut und er hilft
somit auch dem Kollektiv. Habt Vertrauen. Es ist alles auf dem richtigen Weg, solange ihr in eurer Mitte bleibt. Sie sagen, ihr seid nicht allein, ihr seid begleitet. Seid ein Fels in dieser Brandung. Sie danken euch für eure Mithilfe hier und für euer Gehör. Ja, meine Lieben, ich bedanke mich bei der Weißen Bruderschaft für diese Botschaft. Ich persönlich fand das jetzt auch, mir hat das auch etwas gezeigt, ja, dass ich wirklich in meiner Mitte bleiben muss, trotz allem, was jetzt um uns herum geschieht. Und ja, dass es eigentlich wie eine Transformation ist, ein Durchgang, wo wir durchgehen müssen. Und je klarer, je ruhiger, je stabiler wir das tun können als ein Kollektiv, ja, umso mehr können wir eigentlich diesen Prozess unterstützen, indem wir eben die Energien hier beruhigen und ausgleichen, ja. Das habe ich auch selbst sehr stark gefühlt. Ich arbeite sehr viel mit Energie und auch mit Menschen. Und ich habe wirklich gemerkt, dass es im Moment Menschen gibt, die sind nicht mehr geerdet. Ja, also die sind völlig verwirrt, was jetzt da alles geht, bei ihnen auch. Und ich selbst habe das auch, ich bin der Weißen Bruderschaft unglaublich dankbar, dass sie hier meine Intuition auch ein bisschen bestätigt hat. Ich hoffe, das war auch für euch hilfreich. Wir werden uns bald wieder hören natürlich. Und ich bedanke mich natürlich auch bei euch für das Einbringen eurer Energie hier, für einen Like, einen Kommentar, für das Abonnieren. Wenn du noch viel tiefere Sachen wissen willst, werde bitte ein Mitglied hier, ja, und ich bedanke mich natürlich auch immer für eine Spende an mich, an diesen Kanal. Ja, in diesem Sinne, ich würde sagen, ganz viel Licht und Liebe, seid geerdet und bis bald. Tschüss.